Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Marrow Teil 2. Wir wollen zu Louis gehen, weil der Flugtickets für uns hat und ich schätze mal, da wird irgendetwas noch passieren. Ich schätze ja, dass Louis der Unbekannte noch ist, der große Unbekannte, weil, ja, der weiß doch ziemlich viel, was hier Sache ist und er will auch nicht weg eigentlich und wird wahrscheinlich auch den Gordons die Dings geben. Die Schuld dran geben, dass über sein Leid, über all sein Schicksal und alles Mögliche. Naja, egal. Reden wir mal mit ihm. Hey, Louis. Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Und wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss ja nicht sein. Aber Bates glaube ich nicht. Aber, Abreisen. Ich soll Bates auf meine Flugtickets ansprechen. Er hat den ersten Flug raus aus England für mich gebucht. Bates hat Sally zu Louis geschickt. Er sollte ins Dorf gehen, fahren und die Tickets abholen. Vielleicht ist er schon zurück. Ja, Louis hat aber die Sally war nie bei Louis. Das heißt, entweder lügt Louis oder Sally ist nie hierher gegangen, dass sie mit drin steckt. Oder Bates hat, oder Bates steckt dahinter, aber das glaube ich nicht. Oder jemand hat Sally noch unterwegs umgebracht, bevor sie zu Louis gehen konnte. So. Ich halte Louis für gefährlich. Er ist dumm und zornig. Er gibt den Ladies die Schuld an seiner Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas mit dem Orden zu tun hat, aber er ist mir nicht geheuer, das hat man, glaube ich, schon. Sally ist eine dumme Nuss, sie hat hier nichts verloren. Sie weiß es und alle anderen wissen es auch, nur reicht es nicht aus, wo man... Achso, das kennen wir auch schon. Ich glaube, ich verliere langsam den Verstand und leider ist das nur ein... Nee, das kennen wir auch. Ja, das hat man auch schon. Adrian, ist das mein Name? Das hat man auch schon. Adrian und Angelina, Zwillinge. Die Wahrheit. Ich dachte, die Wahrheit würde mich frei machen. Würde mir Perspektiven eröffnen. Würde... Was? Würde trösten. Stattdessen fühlt sich alles taub an. Mein Kopf steckt in Warte. Ich habe einen Schleier vor den Augen. Wie meine Mutter. Ich bin Adrian Gordon, Sohn von Catherine und Samuel, Zwillingsbruder von Angelina. Sie haben mich verlassen, sie haben mich belogen. Sie sagen, um mich zu schützen, aber wie soll ich ihnen trauen? Mir dreht sich alles. War Angelina wirklich verrückt? Wollte sie mich in ihren Wahn opfern? Aber wer brachte sie dann um, wenn es nicht der Orden war? Hatte sie es sich anders überlegt? Wollte mich beschützen und wurde dafür von einen Komplizen ermordet? Wer ist Angelinas Mörder? Das ist die letzte unbeantwortete Frage. Ich muss hier weg. Ob etwas dran ist? Schadet mir das Schloss wirklich? Ich hatte Visionen. So viel steht fest. Aber die hatte ich auch schon in Neuengland. Ein Teil von mir will sich weit weg unter einem Stein verkriechen und alles vergessen. Ein anderer will bleiben und... Ja, was? Louis behauptet, dass Sally ihm keinen Auftrag von Bates überbracht hätte. Einer von den dreien lügt und ich will und will mich noch ein wenig hier behalten. Oder Sally ist abgefangen worden. Das werden wir gleich sehen.
Sally ist auch nicht hier. Okay, ich befürchte tatsächlich, dass Sally umgebracht worden ist, bevor sie zu Louis gehen konnte. Niemand hier? Das gefällt mir nicht. Hier ist auch niemand. Du solltest vielleicht die Fluglinie anrufen. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich... Ja. Solltest du vielleicht die Flugdings anrufen und von hier verschwinden, und zwar so schnell wie möglich. Aber ich bin mir sicher, dass wir das nicht machen. Ich tue ihr den Gefallen und verschwinde von hier. Ich werde sie hoffentlich bald wiedersehen. Vielleicht in den USA. Es gibt so viel zu bereden. Ja, das gibt es in der Tat. Ich bin noch nicht sicher, ob du es auch wirklich dazu kommen wirst, so viel zu bereden. Bates? Die Tür ist abgeschlossen. Badezimmer? Mein Gott! Sally! Naja, genau das, was ich befürchtet habe. Sie ist tot! Denk nach, Darren! Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Yep. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Yep. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Genau das ist das, was ich meinte. Ob Sally ermordet wurde, weil sie zu viel wusste? Oder einfach, weil sie jemandem im Weg war? Wem war sie im Weg? Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Das Fenster ist zu. Wie ich schon sagte, Irgendjemand hat sie abgefangen. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ja. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken, oder der Schock hat sie getötet. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Zeigt sie auf irgend... Auf was kann sie jetzt... Schauen wir uns mal um. Wasserhahn? Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Oh, ist jetzt was im Spiegel zu sehen? Weil jetzt sieht man ja auch, dass es neblig ist. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Ich werde mein Leben lang nicht... Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Behälter, der war vorher noch nicht da. Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Das Wasser ist kochend heiß. Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Das Wasser ist kochend heiß. Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Hat man eigentlich auch schon. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Geht's noch? Ha.
Irgendwie können wir hier nichts richtig machen. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. Und ob das wichtig ist, auf was sie gezeigt hat? Nee, sie hat was geschrieben und jetzt sieht man es wahrscheinlich. Genau. B für Bates? Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Damit ist Bates eigentlich jetzt ziemlich unschuldig. Ich hoffe mal, der ist nicht doch umgekommen. Kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Ich muss mit Bates sprechen. Der Killer wollte, dass ich den Butler verdächtige. Aber seine törichte Botschaft hat nur das Gegenteil erreicht. Es sei denn, Bates ist jetzt auch tot. Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Was? Verdammt! Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Ihr machen wir mal einen Quick Save. Das ist sicherer. Wir nehmen so ein Handtuch, machen es ins kaltes Wasser und damit gehen wir raus. Das müsste eigentlich passen. Hoffe ich. Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Und jetzt kaltes Wasser. Verdammt, wer hat das jetzt das Schloss in Brand gesteckt? So. Hervorragend. Es ist triefend nass. Das sollte ein bisschen Schutz gewähren. Tief Luft holen und nichts wie durch. Das ist ein großes Handtuch. Bates, bist du da? Nein, aber hier gibt's Sauerstoff oder auch nicht. Ja, okay. Eigentlich wollte ich Bates noch rausholen. Oder zumindest die Sauerstoff-Dinger holen. Bates hier raus. Oder ist er auch schon tot? Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Oh je, der nächste Tote, wie es aussieht. Ach du Schande. Ich werde fortgehen. Aber nicht bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ah, da bist du ja endlich.
Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu wehren. Was soll das alles? Louis. Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Tja, das war wohl mal das Black Mirror. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Ich hab's gewusst. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Boah. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Ja, damit habe ich doch die ganze Zeit recht gehabt, dass sie noch lebt. Und dass sie voll vom Fluch besessen ist. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Der ist wirklich ziemlich verrückt. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Das war Miss Valley. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Oh Mann, oh Mann. Der ist echt doch ganz schön durch. Und hier würde ich vielleicht sogar mal Schluss machen. Und beim nächsten Mal weiter. Ich denke, da geht's ins große Finale über. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, wenn ich jetzt hier ein bisschen warte, dass das irgendwie ein Zeittrigger ist oder so. Naja, wie dem auch sei. Machen wir hier mal Schluss. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.